Moinsken, willkommen zurück zu Inside. Wir haben in der letzten Folge ein Wasserrätsel gelöst. Wir können unter Wasser atmen mittlerweile oder wir sind tot. Ich weiß es noch nicht, das ist noch nicht erklärt worden. Eine von diesen schwarzhaarigen Mädels hat uns in die Tiefe gerissen, hat uns an einen Apparat angeschlossen und seitdem können wir unter Wasser leben. Wir haben Fische als Begleiter gehabt, haben zwei Ventilatoren überlebt, zumindest ein Ventilator, der uns bei Missachtung der Strömungsgeschwindigkeit in Stücke gerissen hat. Hier geht es weiter, unser Abenteuer unseres namenlosen Pullover-Kindes. Was erwartet uns? Und wieder so ein Schwarzer. Ich habe tierisch Schiss vor denen. Ist eine Bombe. Eine Wand. Wie kommen wir da ran? Gibt es hier etwas auf dem Boden? Hab mal einen Scheinwerfer. Hallo? Das ist alles im Hintergrund. Wir brauchen irgendwas, um dort hochzukommen. Aber wie kommen wir dorthin? Die Tür zu machen? Okay. Wie schaffen wir es jetzt? Können wir hier den Scheinwerfer gut machen? Nein, können wir auch nicht. Geht es hier oben lang? Ah. Okay. Das sieht... Ach du Scheiße, das sieht aus wie ein riesiger Hammer. Oh oh. Hier müssen wir eigentlich sicher sein. So. Können wir unten an die Bombe ran normalerweise. Doch was auch immer das ist, ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Komm, und runter. Gut. Jetzt können wir das Ding zerstören. Ich hoffe, wir wecken nichts auf. Auf Werk.
Haben nichts aufgeweckt, das ist großer Vorteil. Das Dachbegleck hat gerade ein bisschen bei mir geknackt, ist bei so einem Spiel natürlich unglaublich vorteilhaft. Scheiße. Oh nein, müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Mit die Bombe. Oh, Scheiße. Das heißt, wir müssen warten. Gedacht. Ich hoffe, dass wir jetzt wirklich die Bombe nicht nochmal einschärfen müssen, aber ich denke schon, weil wir haben die Errungenschaft gekriegt, quasi das Achievement, jeder von euch kennt den Quatsch. Und sie ist kaputt. Wir hätten uns den Weg sparen können. Wunderbar. Dann gehen wir wieder nach oben. Und runter, damit uns dieser lustige Strahl nicht trifft. Dürftest du uns eigentlich nicht erwischen? Boah. So. Jetzt warten wir noch ab, dass der Strahl wieder weggeht und dann können wir von der Leiter auf die Plattform nach oben und hoffentlich endlich mal in Sicherheit. So, das haben wir. Was ist das? Eine riesige Turbine? Tanks. Aber was ist in den Tanks? Das sieht so fantastisch aus. Müssen wir hin? Wir müssen. Warte mal, ist das ein Rohr? Ist das ein Rohr? Nein. Wir sind in einem riesigen Tank. Was macht dieser Tank? Lockerndes Licht. Was ist das? Da schwimmen Dinge oben und warum ist das Wasser dort oben? Oh oh, oh oh. Wo geht...
Müssen wir das erst darunter lösen? Ich denke. Gut. Das hat so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wir müssen das Ding irgendwie hier hochkriegen. Was passiert? Okay, Deckel auf, Deckel zu. Moment, öffnet sich was anderes? Klar, wir sind wieder hier. Jetzt können wir hier durch. War das gut, dass wir die Tür zugemacht haben? Ich hoffe ja mal. Jetzt können wir hier drüber laufen. Warum schwimmt dort oben? Warum ist das Wasser so oben? Laufen wir gerade an der Decke lang? Das brauchen wir, um da oben an den Schalter ranzukommen. Okay. Haben wir jetzt mehr Energie, um da hochzukommen? Okay, wie schaffen wir das gelbe Ding da hoch? Das ist eine sehr berechtigte Frage. So. Wir müssen wieder dort runtertauchen. Die Fischis verfolgen uns. Das Licht nicht. Tropft es durch? Warte mal, warte mal. Ich habe eine Vermutung. Klingt das was, wenn das Ding dort oben ist? Ich weiß, wie das geht. Wir brauchen die Schräge dort vorne. Mit der Schräge stellen wir das Luftausfahrzugsding drauf, zünden es. Da haben wir es. Bam! Das ist natürlich die Frage. So. Yeah! Boah, sind wir schlau. Das hätte ich von mir nie erwartet. Tauchen wir da runter zu den Fischis. Die haben schon auf uns gewartet. Warum die auch immer nicht mit uns durchgegangen sind? Na, hätten sie ja machen können, die Klappe war ja offen.
jetzt. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen da hinten an, da, an das andere Ding. Das ist trotzdem nur so. Die haben die keine Köpfe. Die haben keine Köpfe. Wichtigste Frage ist. Warum ist das Wasser dort oben? Jetzt zerquetscht? Nein. Raum der Reflexion. Okay, das haben wir kaputt gemacht. Und jetzt, ich habe eine dumme Vermutung, dass wir das Ding auf das andere Ding setzen müssen. Damit wir ein ganzes Stück höher kommen. Das wird ein sehr lustiges Timing-Spiel jetzt. Creepy. Was ist mit den Leuten? Warum zucken die? Okay, es hat gerade bei uns angefangen mit Regnen. Das macht die Sache jetzt mal überhaupt nicht besser. Das regnet von einer sehr untypischen Seite. Das, die haben alle Würmer. Was sind das für Würmer? Kommen wir dorthin? Ja. Irgendwas macht das. Ein Atomreaktorkern. Was für ein Atomreaktor haben wir gerade ausgeschalten? Ah, da ist noch ein, zwei. Ach du schon. Jetzt was gleich passiert. Ich kann es mir denken. Werden wir verfolgt? Das war ein kurzer Schauer draußen. Okay. Scheint schon in einem riesigen Labor angekommen zu sein. Was werden hier für Experimente gemacht? Geht doch schon klar. Ist hier etwas? Lieber erstmal nach links. Das ist wieder ein Haufen Zombies. Zombies. Ferngesteuerte Zombies. Okay. Wir nehmen die Kiste auf ihn. Können wir da hoch? Nein. Wir können nur Schattenspiele machen. Wir nehmen die Kiste gleich mal mit.
dass ich nicht erstmal der normalen Richtung gefolgt bin, so wie es von uns wahrscheinlich verboten wäre. Da ist ein Kind. Was waren die? Die Zombies an. Und sie fahren sie mit dem Gabelstapler raus. Übel. Jetzt geht die riesige Tür wieder zu. Okay. Da oben stehen die beiden mit einer Kamera. In einem Experiment. Was wird passieren, wenn wir diesen Schalter umlegen? Das erfahren wir Folge Nummer, keine Ahnung, welche danach kommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden gleich rausfinden, was dieser Schalter macht. Wie immer. Lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, Abo wäre am coolsten. Wenn ihr einen Daumen nach unten drückt, kommentiert wenigstens, warum ihr nach unten gedrückt, was euch nicht gefallen hat. Weil ohne Information kann ich nichts besser machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tülülü, euer Stiefel.